Und willkommen zum neuen Part Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 2D. Wir lesen vor. Das Böse im Meer, im Menschen gestellt, setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, eine mächtige Relikt der Göttin, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Okay, weil Bescheid. Traurige Geschichte, aber gut. Vor tausenden von Jahren stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Din, die Göttin der Kraft. Nayoru, die Göttin der Weisheit. Und Faryo, die Göttin des Mutes. Din. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Nario. Sie schenkte die Welt die Gabe der Weisheit. Ich muss irgendwas trinken, Baby. Ich kann es nicht lesen, tut mir leid. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Götter gegen den Himmel. Triforce-Symbole künden noch heute von den Städten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Im Heiligen Hain. Nein, Spaß. Nee, im Heiligen Hain. Spaß. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Teufels zu ringen. Nie darf der Böse in seinem Herzen trägt das Heilige Reich betreten. Der Dämon hat den Fluch auf meinen legte. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mich unwillig Kraft raubte. Mein Ende naht. Okay. Obwohl du den Fluch geborgen hast, kommt dein Hilfe spät. Meine Zeit ist vorüber. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse, genau. Geschehnisse um Hyrule. Du bist das Landes der Hoffnung. Margit, begib dich nun zum Schloss. Such dort die Prinzessin auf, den sie Teil dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Der des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Okay. Vielen Dank für diesen Stein, sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank für diesen geilen Stein, den kann man auch gebrauchen. Den können wir auch gebrauchen. Sehr geil, oh. Gut. Das ist ein Kokiris-Mario, Leute. Das ist echt was ganz wertvolles. Das ist echt was ganz wertvolles. Der Dekobaum hat diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Und auch in diesen Händen, die du hast. Mariti, ich weiß, was du hast. Navi, hilf Mariti, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich versuche, noch mein Bestes zu tun. Und ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Oh, es steht ja auch noch. Oh nein, das ist so schrecklich, ey. Gott bei. Ich hab dich lieb. Rip. Nein, der ist tot jetzt. Oh, wie fies. Deshalb war ich traurig jetzt. Lass uns also zum Schloss von Hyrule aufbrechen, Mario T. Ja, machen wir auf jeden Fall. Lebe wohl. Ja, lebe wohl.
Dekobaum. Sorry nochmal für alles. Aber so ist halt jetzt mal. Ich bin auf keinen Fall traurig, aber es ist schon irgendwie unheimlich, finde ich jetzt irgendwie doch. Finde ich tatsächlich ein bisschen unheimlich, aber gut. So, was ist los mit dir? Warum lässt du mich nicht durch? Ach, der Dekobaum ist tot. Wie könntest du das nur zulassen? Das ist alles deine Schuld. Halt deine Klappmund, ja? Halt einfach deinen Klappmund. Wie unfreundlich kann man denn sein, ey? Okay. War ich eigentlich schon hier drin? Ich glaube, ich war noch eigentlich hier drin. Nein. Haus der Zwillinge, nee. Ich würde jetzt auch sehr gerne auch aufbrechen. Auf jeden Fall machen wir es auch jetzt gleich. Okay, hier wohnen Zwillinge, okay. Mariotti, hast du vor, uns zu verlassen? Ja. Ich wollte nochmal Tschüss sagen an dir, ja? Ich wollte noch sagen Tschüss. Deswegen. Ich muss immer Bescheid sagen. Ich muss immer alle Bescheid sagen, ob ich gehe. Nicht wie Bruder, der einfach nichts sagt. Der einfach geht. Ich bin so ein Mensch, ich will Tschüss sagen. Ich will einfach gehen. Was, du gehst schon? Wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Wo liegt das Schloss? Dort hinten irgendwo, dort hinten. Also eher oben. Oben. In der Map. Meine Liebe. Ich will nochmal den Mann hier fragen und sagen, wie du es sehr und ja und so weiter und so fort. Okay, der will nicht. Der will nichts davon sehen, wissen. Sehen. Sehen, was ich will und was ich möchte und was ich tun will. Das interessiert ihn, glaube ich, nicht. Was, wo geht's hin? Zum Schloss, wo liegst du? Wo liegst du denn hin? Wo liegst du denn hin? Wo fliegst du denn hin? Nein, wo liegst du hin? Wo fliegst du? Wo liegst du? Ich flieg gar nicht, ich lieg auch gar nicht. Ich laufe. So, jetzt geht aber auch echt. Oh, du verlässt uns. Richtig. So ist es. Tut mir echt leid, dass du das jetzt miterleben musst, aber gut. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Mario T. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe, versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Das war echt super nett. Super nett. Die Fee-Ocarina. Oh mein Gott. Würde sie. Naja, ich weiß. Ästhetiker. Ich sage Tschüss, Dankeschön für alles und danke für die Ocarina. Du mein Link, ey, du. Du sagst noch nicht mal Tschüss. Aber ich habe mal Tschüss gesagt. Das ist ja auch was. Was mir nur angefallen ist. Was er nicht gemacht hat. Eben von Hollywood ist hier, okay. Ach übrigens, Leute, ich muss jetzt erstmal nicht zum Schloss gehen. Ich möchte noch zum Hof gehen, da so diesen Pferdhof. Genau, so Longlong Farm. Ja, die heißt so hier. Da seht ihr es, Longlong Farm. Darauf nicht warten, ne? So, genau, die Longlong Farm. Die will ich jetzt betreten bzw. erkunden für diesen Part. Also willkommen, bist du bereit, Marité? Ja, ich bin bereit. Scheint, dass du nun die Zeit hast. Ja, das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang. Vielleicht zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie die Mut. Okay, danke. Berühre auf den unteren Bildschirm, um den Kartenbildschirm aufzurufen. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem Hinweise, welche Orte du als nächstes aufsuchen kannst, musst, was auch immer. Hast du alles verstanden? Ja, ich habe alles verstanden. Folgst du diesen Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt die Prinzessin.
zu treffen. Weichst du aber ab vor deinen Pfaden und wanderst auf unbekannten Wegen, dann nutze einfach deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wir von Geisterhand in der Karte markiert haben. Berühre auf den Kartenbildschirm, um die Karte da aufzurufen. Auf der Kartenbildschirm findest du auch seitdem Hinweise, welche Orte du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja, habe ich. Okay, habe ich, ja. Muss eben raus, na, bis gleich. So. Alles gut, ich muss etwas tun, was. Wir müssen alles gut. So. Alles gut. Weiter geht's. So. So. Wie gesagt, jetzt gehen wir zur Long Farm. Wir müssen aufpassen, dass uns hier nichts passiert. Sonst bin ich am Arsch. Sonst. Überrempel mich die Viecher, deswegen aufpassen jetzt. Mein lieber Mario Party 10 Fan, Abflug Fan, Tim K. Okay. Jetzt müssen wir genau dorthin, also hier. Dorthin. Nach links. Aber aufpassen, dass wir die doofen Monster nicht. Ja, abkriegen. Weil die können uns echt schon Ärger machen. Nachts ist, wie gesagt, gefährlicher. So. Hier gehen wir rein. So Longhorn Farm. Ich bin gespannt. Bin auch schon gespannt, was ich jetzt hier will. Ich weiß nämlich schon, was ich will, aber ihr wisst noch nicht. Ich möchte mir nämlich ein Herzteil holen. Hier gibt es nämlich ein Herzteil. Und das ist echt krass. Das ist einfach ein geiles Herzteil. Dann holen wir uns einfach jetzt erstmal ein geiles Herzteil. Long Farm. Da haben wir die Farm hier. So. Ja, die hinteren Gebäude da hinten, da gibt es mein Herzteil, genau. Da will ich auch sehr gerne hin, Baby Juno Farm. Dort will ich auch hin. Balababam. Bam, balababam, balababam. Da müsste es sein. Oder hier ist es. Oder hier ist es doch, oder? Müsste so sein. Ja, doch, hier. Hier ist richtig. Hier gibt es mein Herzteil. Das ist einfach ein krasses Versteck, finde ich. Auf jeden Fall ist es echt ein krasses Versteck. So. Dann müssen wir jetzt hier die Blöcke verschieben. Machen wir auch, kommen. Das ist so eine Art Puzzle-Spiel jetzt. Voll gute Idee, aber schon nervig, aber ist geil. Ist auf jeden Fall geiler Scheiß hier. So. Den wegtun, hier komm. Genau. So. Perfektung ist nach oben. Ist nach oben. Oben der. Genau, perfekto. Okay. Aber ist echt eine geile Sache, finde ich auf jeden Fall gut. Echt eine krasse Idee. Aufpassen. Hier sind übrigens auch Kühe, ne? Hier sind Kühe übrigens auch. Die ist so knuffig, ne? Ich weiß. Okay, dahin ist ein Durchgang. Da müssen wir noch ein bisschen hier. Hinschieben noch. Nein! Warte mal eben. Dann machen wir es halt so jetzt. Einfach hier so und dann so. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Und hier ist übrigens der geheime Versteck. Hier. Boah, wie gemein, ne?
Holz. Muss ich aufpassen. So, jetzt haben wir es. Hier ist so ein geiles verstecktes Herzteil. Und hier würde ich so gerne wohnen. Oh mein Gott. Hier ist das Herzteil. Ein Herzteil. Hast du 4 Teile gesammelt? Für das ein Herz weitergeben. Boah. Ist das ein krasses Spiel. Und ich finde das Versteck so geil. Da würde ich so gerne. Hier. Ist auch voll krass. Guck mal hier. Kann man sich voll verstecken. Kann man sich voll verstecken, finde ich hier. Ich finde es voll toll, einfach nur hier. Ist so geil, einfach nur dieser Ort hier. Das ist einfach einer meiner Lieblingsorte in diesem Spiel, weil man einfach seine Ruhe hat. Man kann nicht beobachtet werden von anderen Viechern, Tiere, Leute. Man kann einfach mal in Ruhe das werden. Das finde ich einfach oberkrass. Und das finde ich einfach so geil, deswegen mache ich jetzt hier den Part Schluss. Und ich würde jetzt auch gerne den Part beenden hier. Das ist einfach ein schöner Gang hier oder auch ein schönes Versteck. Deswegen beende ich jetzt hier diesen Part. Das ist würdig und perfekt passt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal draußen wieder. Bis dann, ciao.